Heute Vormittag, kurz vor 10, am Amazon-Verteilzentrum in Oerlenbach bei Bad Kissingen. Die Zollbeamten kontrollieren Arbeitnehmer, die für Subunternehmen von Amazon Pakete ausliefern. Im Fokus Verstöße gegen die Sozialversicherungspflicht und gegen den Mindestlohn. Der liegt seit dem 1. Juli bei 9,60 Euro. Ein weiteres Problem, das den Ermittlern aus der Logistikbranche bekannt ist, Scheinselbstständigkeit. Kontrollen wie diese fanden zum Beispiel auch an der A9 bei Nürnberg oder an der B8 zwischen Regensburg und Straubing statt. Amazon teilt auf Anfrage mit, dass die Subunternehmen verpflichtet seien, sich an die geltenden Gesetze und einen Verhaltenskodex zu halten. Die Gewerkschaft Verdi hingegen fordert Werkverträge in der Logistikbranche. Ergebnisse der bundesweiten Kontrollaktion werden Ende nächster Woche erwartet. Thank you.